Damit möchte ich starten mit unserem ersten Kandidaten, Herrn Kerkhoff, dem ich als allererstes sehr herzlich gratulieren möchte zur Geburt Ihres Sohnes. Dankeschön. Das Mikrofon müsste vielleicht etwas näher noch. Ja, also wir basteln noch. Setzen uns gerade. So, hört man mich? Das scheint gut zu funktionieren, genau. Ich darf Sie als ersten Kandidaten in die Mitte bitten, in die Arena bitten. Ich würde beginnen mit einer, ich weiß nicht, wie viele, also für die Personen und Wählerinnen und Wähler, die Sie noch nicht kennen, könnten Sie sich bitte einmal als Kandidat der CDU und der FDP in ein, zwei Sätzen vorstellen. Und dann wollen wir mit der Fragerunde beginnen. Herzlichen Dank. Ja, Herr Borgert, Herr Wahl, meine Damen und Herren, liebe Mitbewerberinnen und Mitbewerber, will ich gerne machen. Ganz herzlichen Dank nochmal für die Glückwünsche, besonderes Gefühl. Ich will mich auch gerne kurz vorstellen, das muss in der Tat, glaube ich, die Höflichkeit gebieten, dass man nicht erwarten kann, dass ein jeder kennt. Und deswegen man zwei Dinge über sich selber sagt. Thomas Kerkhoff, 38 Jahre alt, bin verheiratet, eben seit 10 Tagen stolzer Vater eines kleinen Sohnes. Ganz neue Perspektive, die man da auch gewonnen hat. Ich bin von Hause aus erstmal gelernter Kommunalbeamter gewesen, habe dann noch Jura studiert und noch ein verwaltungswissenschaftliches Aufbaustudium in Speyer gemacht. Auch ein besonderer europäischer Gedanke, weil Speyer ja auch eine Partnerhochschule der ENA ist. Habe dann 3,5 Jahre als Anwalt in der Kommunalberatung gearbeitet, bin seit 5 Jahren Bürgermeister der Glockenstadt in Gescher. Das ist der berufliche Werdegang. Politisch, kommunalpolitisch bin ich seit 1999 Mitglied der CDU, habe diverseste parteipolitische Ämter ausgeführt, unter anderem JU-Kreisvorsitzender, Bezirksvorsitzender, bin derzeit Mitglied im Kreisvorstand und im CDU-Landesvorstand und durfte eben, und das ist meine große Leidenschaft, auch über 15 Jahre Kommunalpolitiker auf ehrenamtlicher Seite sein, habe also auch in einem Rat schon mal so gesessen und kenne auch diese Perspektive. Das vielleicht als kurze Vorstellung meiner Person. Vielen Dank. Starten wir mit der Fragerunde. Ich mache das einmal vor. Ich habe eine Frage, also stehe ich auf. Das Mikrofon kommt zu mir. Plastiktüte ist in diesem Fall schon drüber und dann kann es sofort losgehen. Meine erste Frage betrifft die Umsetzung von EU-Politik in Bocholt. Wir sehen in der Corona-Pandemie die große Initiative Next Generation EU, wo 750 Milliarden Euro auf dem Kreditmarkt aufgenommen werden sollen, die dann zur Bekämpfung in die einzelnen Mitgliedstaaten fließen sollen und eventuell auch nach Bocholt. Und das Zweite, der Europäische Grüne Deal als großer Plan, wie wir mit der Pandemie umgehen, wie wir die Wirtschaft wieder aufbauen wollen, wie wir die Klimakatastrophe eindämmen wollen. Wie bewerten Sie diese beiden Initiativen? Und als Frage hier vor Ort, wie verorten Sie die Stadt Bocholt oder was würden Sie vorschlagen, wie diese beiden Initiativen in Bocholt umgesetzt werden könnten? Ja, ich will mit der Corona-Krise, Corona-Pandemie gerne beginnen. Ich denke, eine weltweite Geißel, die quasi alle Menschen getroffen hat. Und insofern auch klar, dass man da nicht nur lokal oder regional oder auch bundesweit reagieren kann, sondern wir brauchen in der Tat größere Verbünde. Das ist ja das, was eine EU, eine Wertegemeinschaft, eine Verbindung auch ausmacht. Und deswegen ist es gut, dass auch auf EU-Ebene Gelder bereitgestellt werden. Das sollte in erster Linie natürlich den Bereich Forschung auch betreffen. Also ein Impfstoff wird ein Gamechanger quasi sein, um die Pandemie dauerhaft auch beherrschbar zu machen. Weil eins muss, glaube ich, klar sein, wir werden den Virus als solches nicht mehr los. Wir müssen damit leben. Die Bundespolitik nennt das oft neue Normalität. Ich glaube aber, wir müssen eben sehen, wie können wir unseren Alltag wieder so zurückbekommen, dass wir mit dem Virus leben können, dass wir trotzdem keine Personen gefährden. Also klarer Indikator, in die Forschung zu gehen, das kann, glaube ich, heutzutage nur noch europäisch sein. Angefangen auch von Erasmus-Programmen, dass man sich austauscht schon in Studienzeiten, bis hin zu, dass auch Forschungsverbünde natürlich internationaler werden. Aus einer kommunalen Sicht jetzt direkt in den Bereich mit reinzugehen, wo es dann darum geht, sage ich mal, Gelder da zu akquirieren, das sehe ich eher nicht. Das muss ich auch ganz offen sagen. Ich glaube, eine Kommune ist in vielerlei Hinsicht
damit befasst, die Corona-Auswirkungen und die Corona-Themen zu beherrschen. Das fängt ganz, ganz unten an bei den Schulen und Kitas, dass man eben in der Tat dafür sorgt, wie kann das normale Leben dort wieder starten. Es geht auch dahin weiter, dass wenn wir an ÖPNV oder Ähnliches denken, wie kann man den dauerhaft wieder gewährleisten, aber auch an unser soziales Leben, wenn ich an Innenstädte denke, da müssen wir neue Wege finden, wie können wir das, was wir gerne machen als soziale Wesen, wie können wir das in Zukunft wieder uns zurückerobern, muss man ja wirklich sagen. Und da sind innovative Lösungen einer Ordnungsbehörde gefragt, gute Absprachen auch mit Gesundheitsämtern, wenn es an Hygienepläne und Ähnliches geht. Da sehe ich das als erstes. Aber natürlich muss man, glaube ich, als Demokrat die EU da stärken. Das ist Teil 1, Corona. Teil 2, New Green Deal, glaube ich, auch eine sehr wichtige Initiative, die von Ursula von der Leyen, der neuen Kommissionspräsidentin, ja gestartet wurde. Wenn man immer sagt, die CDU hätte da vielleicht einen blinden Fleck, mag ich vielleicht sagen, man hatte zum einen Klaus Töpfer als ersten Umweltminister. Und auch hier ist es so, dass letztlich eine Vertreterin der CDU oder der EVP, wenn man es auf europäischer Ebene sieht, die Richtung vorgibt und das, glaube ich, auch in richtiger Weise tut, nämlich nicht durch Verbote und Verzicht und Restriktion, sondern durch Anreize. Also die Gelder, die da reingehen, bis zu 1 Billion Euro in den nächsten 10 Jahren, 500 Milliarden direkt aus dem EU-Haushalt und 500 Milliarden aus Kofinanzierung mit den einzelnen Mitgliedstaaten, aber auch mit privaten Initiativen, sind, glaube ich, der richtige Weg, das Thema proaktiv anzugehen. Das heißt, in Innovationen zu gehen, technisch im Besonderen, in Innovationen zu gehen in der Industrie, dafür zu sorgen, dass wir unsere Verkehre und die Mobilität neu aufstellen können. Das heißt, sowohl den Privatverkehr als auch den öffentlichen Personennahverkehr. Einen besonderen Punkt zu sehen, der, glaube ich, dann auch eine kommunale Perspektive sehr schnell betreffen wird. Das ist das Thema der Gebäudesanierung und auch der Gebäudeenergieverbräuche. Da sehe ich auch den direkten Konnex, wenn ich das mal kurz abarbeiten darf, zur kommunalen Ebene. Letztlich müssen die kommunalen Gebäude Vorreiter sein beim Thema Energie sparen, aber auch Energie erzeugen. Das haben wir letztlich als lokale Vertreter vor Ort in der Hand, das einzufordern, das umzusetzen, das zu machen, Anreize zu setzen, dass auch Privatleute dem folgen. Das tun viele hier schon, also Photovoltaik auf Dächern oder auch die Frage Geothermie, all das, was man da machen kann, der bunte Reigen, den man da hat. Da setze ich einfach drauf, dass diese Gelder, die aus EU, sagen wir mal, Mitteln kommen, dass man da Möglichkeit haben wird zu partizipieren, dass man sie hier vor Ort einsetzt. Und es wird die Aufgabe sein, kommunal zu sehen, wie kann man das tun? In ganz verschiedenen Bereichen. Einerseits selber, wenn man Förderung bekommen will für seine Gebäude, wo man Anreize umsetzen kann, also die Mittel dann auch einsetzt. Für Dritte, Private, das ist der Bereich Beratung, Energieberatung, Umweltverträglichkeit, den man auch kommunal mitorganisieren kann. Da ist keine originäre Zuständigkeit, aber wenn Kommunen eins können, ist das sicherlich immer nicht zuerst danach zu rufen, was sie machen müssen, sondern auch das, was sie machen können. Da sehe ich einen weiteren Punkt. Und insbesondere dann eben auch dafür zu sorgen, dass wir dauerhaft Firmen hier haben, Wirtschaftsförderung betreiben, die belohnt, wenn man innovativ ist, wenn man einerseits auch wieder da selber gut baut, energetisch gut baut, aber auf der anderen Seite, und das ist die wirkliche Stärke unserer Region, hoch innovativ ist, die Technologien, die wir dafür brauchen, hier entwickelt. Da, glaube ich, hat Bocholt fantastische Voraussetzungen, wenn man an den Bereich von Verfahrenstechnik denkt, wenn man an energetische Bereiche denkt, wenn man auch an den Bereich der Hochschule denkt. Ich glaube, das wird viel zu oft vergessen. Also das Thema Bionik, das letztlich auch an der FH angesiedelt ist, wird auch ein wesentlicher Meilenstein sein, das ein oder andere Verfahren homogener zu machen. Und da setze ich drauf, dass wir das machen. Nächster Punkt, der dann vielleicht auch wirklich Verwaltungstechnik ist, ist, wir müssen organisieren, dass diese Förderungen letztlich hier ankommen. Das heißt, wirklich auf dem Pfad sein, dass wir eben das Geld auch herbekommen, dass wir in die Förderkorridore reinkommen. Das wird letztlich nur gelingen mit Vernetzung, auch mit der Möglichkeit, den einen oder anderen Akteur anzusprechen, dann auch letztlich die Voraussetzungen zu schaffen, um das Geld dann hier auch nach Bocholt zu holen.
Prima. Pardon, Entschuldigung. Ja, die hatten sich hinten angeschlichen. Das ist der Nachteil. Man muss mal ab und zu auch in die andere Richtung schauen. Ja, ich finde Town Hall total gut. Ja. Ich fände noch besser, wenn ich direkt mit den Mitbewerbern diskutieren könnte. Aber das können wir beim nächsten Mal machen. Das müssen wir dann nach Corona verschieben. Ja, lieber Herr Kerkhoff, meine Frage bildet jetzt eine andere Richtung aus. Bocholt ist Europastadt. Bocholt liegt in Europa. Wir haben eine Grenze zu einem europäischen Nachbarstaat. Es gibt also sehr viele Verknüpfungspunkte zu Europa, maßgeblich auch dadurch bestimmt, dass Bocholt schon sehr früh das Konzept der Partnerstädte in Europa gesucht und gefunden hat. Sagen Sie doch mal bitte etwas, wie Ihre Politik weitergeht, wenn wir an Städtepartnerschaften denken und vielleicht auch einen besonderen Fokus auf die Partnerschaft nach Großbritannien, wenn uns die Briten jetzt durch den Brexit ungeregelt abhanden kommen. Wie kann man dann aus Ihrer Sicht die Partnerschaft zu unserer britischen Partnergemeinde aufrechterhalten? Mache ich sehr gerne. Ich fange auch unmittelbar, glaube ich, mit dem Brexit an. Es ist, glaube ich, so, dass man erstmal feststellen kann, die Tatsache, dass Großbritannien hier aus meiner Sicht falsche Entscheidungen getroffen hat, würde ich Ihnen jetzt erstmal nicht zum Vorwurf machen. Das werden Sie, glaube ich, früh, also das haben viele, glaube ich, jetzt mittlerweile schon realisiert. Und da bin ich auch echt Optimist, die Hoffnung auch nicht auf, dass man irgendwann vielleicht nochmal über, vielleicht auch einen Rückeintritt sprechen kann. Das ist aber, glaube ich, sehr, sehr fern. Die jetzige Regierung, glaube ich, hat sich da so weit auch ins Ausmanövriert. Ich will das wirklich so offensiv sagen, dass ich daran im Moment nicht denken mag. Aber ich glaube, das ist gerade der Kern, weswegen man sagen muss, gerade deswegen brauchen wir ja die Freundschaft, damit Kontakte nicht abreißen, damit man nicht einfach plötzlich nebeneinander herlebt und sagt, Personen, die jahrzehntelang Freunde waren, wo wir über den gemeinsamen Wirtschaftsraum miteinander gewirtschaftet haben, die behandeln wir jetzt künftig anders, weil gar nicht Sie selber vielleicht, sondern eben eine demokratische Mehrheit in Ihrem Land eine Entscheidung getroffen hat, die hier für falsch gehalten wird. Deswegen würde ich da dran ansetzen, dass wir die Freundschaftspfade nach Großbritannien weiter aufrechterhalten und sie stärken. Aber wichtig ist eben auch, Sie sagen Geld, aber es muss vor allen Dingen auch gelebt werden. Es muss von den Menschen gelebt werden. Ich glaube, Partnerschaft, sei sie europäisch oder sei sie auch in andere Länder, kann nicht nur davon leben, dass eine Verwaltung und im Zweifel ein Rat sagt, wir machen die ein oder andere Besuchsfahrt dahin, sondern sie muss von den Menschen vor Ort getragen werden. Sie muss, das ist meine feste Überzeugung, auch durch Schulen mitgetragen werden, um da halt zu sehen, dass man die jungen Menschen heranführt, weil mein Erleben von Städtepartnerschaften ist auch oft, dass es einen sehr kleinen Kreis, einen engen, intensiven Kreis gibt, der damit durchwächst, älter wird und irgendwann das dann auch ein Stück weit in Vergessenheit gerät. Das heißt, ich würde schon sagen, wir müssen es weiter stärken. Das hat immer mit Geldern zu tun. Ich glaube auch nicht, das ist auch eine feste Überzeugung, dass wir nur Freundschaften mit Orten aufnehmen sollten, wo es dann auch immer Fördergelder gibt. Das heißt, um das mal plastisch zu machen, dass der Kreis Borken viele Partnerschaften nach Polen beispielsweise irgendwann gegründet hat, lag ja mitunter auch daran, dass man eben den Beitritt Polens dann zur EU stärken wollte, dass man dort Demokratie stärken wollte, dass man auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Entwicklungshilfe, aber Aufbauhilfe leisten wollte. Das ist gut, das ist richtig. Aber ich glaube, man muss eben in der Tat auch gucken, wo sind die Mehrwerte, wenn ich das so nennen darf, auch kulturell für die Eigenstadt? Welche Verbindungsachse hat man? Und ich finde es da im Besonderen einfach wichtig, dass man sich sprachlich damit im Grunde stärkt. Das ist, glaube ich, mit Aurillac französisch, Rossendale dann auch britisch gegeben. Und deswegen sollte man das stärken. Ob das mit Wuxi, China je gelingen wird, Akmene, das muss man alles sehen, ob das auch eine Resonanz findet. Man darf es vielleicht auch nicht nur auf die Sprache fokussieren, aber klarer Fokus, dass wir das stärken müssen. Und die Tatsache, dass es, das weiß ich aus meiner eigenen Zeit in der Verwaltung noch schon lange Jahre, auch eine feste Stelle, Städtetagspartnerschaft und Beauftragte gibt, ist ja schon mal eine Wertentscheidung an sich. Das hat auch nicht jede Stadt. Ja.
Ja, vielen Dank, lieber Herr Kerkhoff. Ich wollte noch mal auf die Frage von Herrn Bongertz zurückkommen, der ja diese 750 Milliarden ansprach, aus diesen PrEP-Mitteln der EU bereitgestellt. Sie haben hinsichtlich Unterstützung, Forschung an einem Impfstoff halt gerade referiert. Mir persönlich ist jetzt halt irgendwie nicht bekannt, ob diese Mittel halt speziell zweckgebunden sind oder ob die nicht wirklich halt auch lokal halt verwendet werden könnten. Und darüber hinaus, Sie hatten halt auch referiert über gewisse Sanierungsmaßnahmen, über Umweltmaßnahmen. Aber wir haben ja auch gerade zentral wirtschaftliche Themen vor der Brust mit der Corona-Pandemie, halt auch für den Einzelhandel. Gibt es da Fördermöglichkeiten? Haben Sie sich da mal irgendwie erkundigt, um Bocholt halt irgendwie zu unterstützen? Haben Sie beispielsweise was von dem Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW gehört, welches vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von 70 Millionen Euro halt begeben wurde? Das ist ja immerhin ein Fördersatz von 90%, der jetzt halt auch der Stadt Bocholt konkret helfen könnte. Ja. Beispielsweise gab es ja durchaus halt auch schon Überlegungen, die Innenstadt hier in Bocholt auch zu stärken, wo 15 Millionen Euro in die Hand genommen werden sollten, also aus dem eigenen Haushalt der Stadt. Das wäre durchaus eine sehr intensive Entlastung in Höhe von 13,5 Millionen Euro für den Haushalt. Der Eigenanteil der Stadt würde ja nur 1,5 Millionen Euro betragen. Mhm. Haben Sie darüber mal irgendwie nachgedacht? Darüber habe ich unmittelbar nachgedacht. Das Programm kenne ich natürlich auch. Man darf nur, glaube ich, nicht jetzt so tun, als ob das, was Sie 15 Millionen nennen, was ja aus dem integrierten Entwicklungskonzept, also integriertes städtisches Entwicklungskonzept ISEC kommt, dass man das eins zu eins einfach in eine andere Fördersäule stellt und das Geld dann so ohne weiteres ausbuchen kann. Sie sehen ja auch dadurch, das muss man ja ehrlicherweise so sehen, 70 Millionen NRW-weit ist erstmal natürlich eine Riesenmasse Geld, aber man wird es nie bei aller guten Verbindung, die man auch zu einzelnen Ministern oder Ministerinnen hat, hinbekommen, dass ein Viertel oder ja, ein bisschen mehr als ein Viertel der Fördersumme in eine Stadt fließt und dass man sagt, so mit dem NRW-Topf wird jetzt sofort Bocholt komplett gerettet und alle anderen Städte gucken in die Röhre. Man wird kleinere Projekte definieren müssen. Die können aber aus dem Korridor, den Sie beschrieben haben, kommen. Das heißt, dass sie eine Anteilsfinanzierung haben. Das ist dann geschlüsselt auf die Gesamtmaßnahme, sicherlich keine Förderquote von 90% mehr. Aber mir wäre es da wichtig, nicht Sand in die Augen zu streuen und zu sagen, man könnte irgendwo 15 Millionen bekommen. Das wird so nicht funktionieren. Ich glaube, wir brauchen Impulse für die Innenstadt. Das ist natürlich immer verbunden mit dem Thema erstmal Aufenthaltsqualität. Aber ich glaube auch, dass an vielen Stellen bestimmte Megatrends da sind, die man auch hier in Bocholt nicht wird aufhalten können. Also wir könnten da jetzt lange drüber reden, was eben die den Onlinehandel stärkt oder was den Onlinehandel betrifft. Die Frage auch, was die Kultur selbstständig als Händler selbstständig zu sein betrifft, die Frage Nachfolge, die für viele Einzelhändler ansteht, die Frage von Mieten, die in der Bocholter Innenstadt gezahlt werden mussten, teilweise müssen. Also das ist ein sehr, sehr heterogenes Bild. Ich würde mich dafür einsetzen, dass wir die Stärken, die wir haben, stärken. Ich sehe als absoluten Punkt, den Bocholt als Stärke hat, den Markt. Ich glaube, es gibt wenig Dinge, die so viel Leben, so viel Frequenz und auch so viel von dem, was in die gute neue Zeit passt, nämlich gesunde Lebensmittel, ökologischer Anbau, was da reinpasst, wie eben ein solcher frische Markt und auch auf der anderen Seite, wenn man den Gasthausplatz anlangt, auch vielfach der Teil Genuss. Das geht für mich mit einher. Also da würde ich Stärken drauf setzen und ich glaube, wenn ich das mal als ganz kleine Maßnahme machen darf, und die könnte ich mir auch vorstellen, dass man sie vielleicht als Einzelprogramm in dann ein, ob das jetzt Corona-spezifisch ist, aber in ein Sofortpaket packt, dass wir die Möglichkeit für sichere Fahrradabstellplätze in der Innenstadt flächendeckend verbessern müssen. Das wäre für mich zum Beispiel ein sehr wesentlicher, sehr kleiner Baustein, den ich damit angehen würde. Herr Kerkhoff, es gibt eine Frage aus dem Internet, die würde ich gerne vorlesen. Mira Santos stellt diese Frage. Ich lese sie sozusagen. Ich lese sie in Vertretung vor. Hallo, Herr Kerkhoff. Da es bis jetzt terminlich noch nicht geklappt hat, nutze ich jetzt hier die Gelegenheit, meine Frage online zu stellen. Was veranlasst Sie als Mensch, der bis auf fast 20 Jahre zurückliegende kurze Ausbildungszeit keine wirkliche persönliche Verbindung zur Stadt Bocholt hat, Bürgermeister hier zu werden zu wollen? Ist es nicht wichtig für Bocholt, neben fachlicher Kompetenz, die Sie ganz ohne Frage besitzen,
einen Kandidaten zu haben, der aus der eigenen Emotion heraus für Bocholt brennt, für den Bocholt eine Heimat- und Herzensangelegenheit und nicht nur ein in Anführungsstrichen Job ist. Mir fehlt abseits des Faktors ein weiterer Karriereschritt, eine Motivation, die Bocholt weiterbringen wird. Und warum wollen Sie von Gescher nach Bocholt? War Gescher schon nach 4 Jahren für Sie uninteressant und wird es mit Bocholt genauso sein? Ich freue mich auf Ihre Antwort. Das habe ich im Namen von Mira Santos vorgelesen. Ja, ich hoffe, sie schaut auch live zu. In der Tat steht noch ein Kaffee trinken aus, was ich mit ihr vereinbart hatte und was dann aufgrund der Geburt unseres Sohnes ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Ich will das gerne beantworten und ich kenne die Frage und sie ist im ersten Wahlkampf in Gescher für mich nicht neu gewesen. Sie ist auch hier nicht neu. Sie ist auch immer der Versuch, im Grunde ein bisschen zu sagen, sagen wir mal, das ist Karrieretum und man hat in der Tat keine wirkliche Überzeugung. Ich sage Ihnen ganz klar, Bürgermeister einer Stadt zu sein, ist für mich keine Frage der Herkunft, sondern von Haltung, Kompetenz und auch Erfahrung. Und ich kann Ihnen das aus der Arbeit in Gescher sagen und ich kann alle nur aufrufen, die Gescheraner zu fragen, ob irgendjemand dort einen Zweifel hat, dass ich nicht in den letzten 5 Jahren jede Minute, jede Stunde, jeden Tag alles gegeben habe, was ich konnte, um die Stadt nach vorne zu bringen und vielleicht auch mal zu sehen, wo Gescher vor 5 Jahren stand, wo es heute steht. Und genau dasselbe würde ich gerne auch in Bocholt tun. Wenn Sie sagen, ich bin kein Bocholter, haben Sie recht. Das ist so, da schwurbel ich auch nicht drum herum. Ich habe in der Tat hier meine Berufsausbildung gemacht, meine berufliche Wurzel gelegt und es würde mir ein Herzensanliegen sein, die Stadt weiterzuentwickeln, sie wieder voranzubringen. Und ich will ein und für alle Mal mit einem, sagen wir mal, Gerücht aufräumen. Das ist mir sehr wichtig, deswegen bin ich total dankbar für die Frage. Es glauben immer alle, es sei so angenehm, den Schritt zu machen. Ich glaube, ich bin der Einzige der Kandidaten, der seinen Job riskiert. Ich bin der Einzige, der weiß, egal wie die Wahl ausgeht, das, was er vorher gemacht hat, wird er nachher nicht mehr machen. Und insofern, glaube ich, gebe ich auch ein Stück weit was rein. Ich lebe damit, dass es eine Wahl ist, dass die Leute sagen müssen, sie wollen, dass ich das mache. Ich mache ein Angebot. Und ich kann Sie nur einladen, wenn ich Sie überzeuge, mich zu wählen. Ich will auch ganz klar sagen, dass Bocholt für mich keine Zwischenstation sein kann. Die Tatsache eben, dass wir jetzt eine Familie gegründet haben und dass ich gerade jetzt auch wechseln will, hat ursprünglich damit zu tun. Ich bin Westmünsterländer. Das Westmünsterland ist meine Heimat. Ich begrenze das gar nicht auf einen Ort alleine. Ich bin auch nicht in Gescher geboren, um das mal, oder bin dort aufgewachsen, um das mal zu sagen. Ich will klar einen Heimatbezug für mich herstellen, für mich und meine Familie, gerne ein Haus bauen oder kaufen. Und ich möchte gerne am 13.09. ihr Bürgermeister werden. Und dieses Haus soll in Bocholt stehen. Und deswegen werde ich auch nicht nach 5 Jahren woanders kandidieren. Es muss aber auch dazu kommen, das muss man auch ehrlicherweise immer sagen, dass die Leute einen wählen. Beim ersten Mal, beim zweiten Mal und vielleicht die Male darüber hinaus, die man dann eben antritt. Sie kommen mir sehr nah. Danke. Eigentlich hatte ich vorgehabt, meine Frage an alle drei Kandidaten zu stellen, aber da jetzt alle drei schon hier sind, wäre es Zeitverschwendung und langweilig, die Frage dreimal hintereinander zu stellen. Von daher bitte ich die anderen beiden einfach mitzuhören. Ich werde später im Stichwort darauf zurückkommen. Vor knapp 4 Jahren stand ich vor der Entscheidung, in welcher Stadt ich wieder sesshaft werden würde nach langen Reisen. Und Bocholt hat für mich einen wichtigen Punkt gebracht, sodass ich dann hier gelandet bin. Denn die Stadt hat sich entschieden, im Rahmen des Wettbewerbes Zukunftsstadt 2030 plus Bürgerkommune zu werden. Dieser Begriff scheint mir allerdings in Bocholt noch nicht so richtig inhaltlich gefüllt zu sein, zumindest nicht so, wie er in fachlichen Konferenzen bearbeitet wird. Auch Dienstagabend hörte ich dann wieder, ja, wir müssen Gespräche mit den Bürgern führen, die Bürgersprechstunde muss da sein, wir werden auch schon mal die Bürger fragen und so weiter und so weiter. Aber Bürgerkommune ist ein Terminus, der beschreibt, dass die Bürger ein Grundrecht auf Beteiligung an der Beratung, auch an der Entwicklung von Entscheidungen haben. Nicht an der Entscheidung selbst, das steht auch aus, aber an der Beratung und Entwicklung von Entscheidungen. Frage an alle drei. Bleiben Sie bei der Zielsetzung, die ja in der bisherigen Legislaturperiode geschlossen ist? Und was tun Sie dafür, damit dieses Ziel Bürgerkommune bis 2030 erreicht wird?
Also ich würde gerne bei dem Inhalt bleiben, ob ich bei dem Begriff bleiben möchte. Das wird ja auch vielfach diskutiert. Ich glaube, es gibt zu viele Labels, unter denen die Stadt operiert. Wenn sie jetzt zusätzlich auch noch sich auf die Fahne schreiben würde, Bürgerkommune, hielt ich das vielleicht für eine Überbordung. Das heißt aber nicht, dass man nicht den Spirit, den das hat, oder die Merkmale, die das hat, eben auch leben kann. Was macht das für mich aus? Sie haben es jetzt gerade gesagt, das meint nicht nur, aber ich glaube, es ist trotzdem eine Grundlage, eine Bürgersprechstunde zu haben, auch als Bürgermeister, als Leiter der Verwaltung, aber auch als erster Repräsentant einer Stadt, direkt für Fragen zur Verfügung zu stehen, direkt ansprechbar zu sein, sich auch in die Prozesse tief reinzugeben, sich nicht in seinem Büro zu verschanzen, sondern dahin zu gehen, wo die Menschen sind. Das, glaube ich, kann ich gewährleisten, weil ich A, weiß, was das heißt, und weil ich das auch so praktiziert habe in den vergangenen 5 Jahren. Das heißt, dass, wenn ich das mal so für mich sagen darf, würde ich weiter so machen. Und wir haben ja auch schon mal über die Frage von Beteiligung gesprochen. Für mich ist einfach Transparenz auch in der Frage von Entscheidung wichtig. Das habe ich Ihnen ja seinerzeit schon mal auch dahingehend gesagt. Das heißt, Bürger zu informieren ist die niedrigste Schwelle, die müssen wir bei allem einhalten. Das ist auch die oberste Aufgabe eines Bürgermeisters, zu kommunizieren, das Gesicht in gewisser Weise der Stadt zu sein und dort mit den Akteuren der Stadt in Interaktion zu treten, mit allen Bürgern einzeln, mit Unternehmen, mit Verbänden, Institutionen, mit Vereinen. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, und sich den Themen dann zu stellen. Der zweite Punkt ist, dass man in der Tat oft, aber natürlich eher kleinteilig, Bürger beteiligen sollte. Sei es, dass man sie auch nochmal spezieller informiert, wenn es nur ihren Bereich betrifft, und auf der zweiten Ebene vielleicht auch, weil das ist ja auch gelebte, sage ich mal, Teilhabe, dass man die Bürger auch fragt, was ihre Vorstellungen sind, und auf ihre Fachexpertise auch setzt. Das ist, glaube ich, die zweite Teil der Beteiligungsstufe. Und in dritter Ebene ist dann natürlich auch die abschließende Entscheidung durch die Bürger ein Wesensmerkmal, das ich sicherlich sehe. Wichtig für mich ist die Transparenz, vorher zu sagen, in welcher Beteiligungsstufe man operieren will und wie es auch im Zweifel rechtlich ist. Das heißt, vorzugaukeln, alles kann direkt durch die Bürger entschieden werden. Das ist nicht unser demokratisches System. Wir sind repräsentativ aufgestellt. Das heißt, bestimmte Entscheidungen sind an Räte, an Kreistage, an Landtag, Bundestag übergeben oder sind von deren Gesetzen dann letztlich abhängig. Aber dort, wo es geht, sollte man es machen, muss es dann aber auch so kommunizieren und so durchführen, dass am Ende Beteiligung zu mehr Zufriedenheit führt und nicht zu weniger. Weil es gibt sehr viele Verfahren, wenn sie schlecht gemacht sind, die werfen nachher ein heterogenes Bild auf und führen eigentlich zu mehr Unzufriedenheit, wenn sie nicht gut als Verfahren geleitet sind, als wenn man es im Zweifel nicht in eine Bürgerabstimmung gegeben hätte. Das vielleicht als kleine Antwort darauf. Also, ich stelle jetzt hier gerade stellvertretend für meine Mutter, die ist Kindergärtnerin, eine Frage. Also in der öffentlichen Diskussion geht es immer wieder darum, inwiefern und in welchem Umfang die Kinderbetreuung sichergestellt werden muss. Jetzt würde ich Sie einmal fragen, wie Sie dazu stehen und was Sie vielleicht auch für die Erzieherinnen und Erzieher in Bocholt machen können oder was Ihnen da vorschwebt. Ist natürlich eine Frage, der ich mich jetzt auch mit einer ganz neuen Perspektive nochmal ansehe. Das heißt, wohl wissend, dass auch meine Frau, die eine Ausbildung gemacht hat, studiert hat, irgendwann wieder arbeiten gehen möchte, stelle ich mich natürlich auch vor die Frage, wie kriegt man das Übereinkommen von beruflicher Tätigkeit sowohl für Mann als Frau und auch die Vereinbarkeit Familie und Beruf hin. Ich will vielleicht erstmal sagen, dass ich glaube, dass die Tatsache, dass die Stadt Bocholt ein eigenes Jugendamt hat, ein guter Aspekt ist, wenn man ihn organisatorisch betrachtet, weil man einfach sagen kann, man kann viele Entscheidungen hier vor Ort direkt treffen und ist nicht in die Abstimmung des Kreisjugendamtes und damit aller Kommunen gegeben. Ich glaube auch, das ist meine Erfahrung, so wie ich es nicht nur in der Ausbildung in dem Bereich kennengelernt habe, sondern so wie ich es auch die vergangenen Jahre beobachtet habe, dass die Stadt grundsätzlich, was die Versorgung mit Kitas anlangt, durchaus gut aufgestellt ist, dass sie vielleicht auch noch Versorgungsengpässe hat, sehe ich so. Aber das muss man, glaube ich, wirklich konstruktiv in die Zukunft angehen. Wir haben ja einfach die Situation, dass immer mehr
Kinder auch länger und auch früher vor allen Dingen in die Kitas kommen. Und das stellt natürlich die Erzieherinnen und Erzieher vor enorme Herausforderungen. Muss man auch nochmal sagen, ich weiß nicht, ob das landläufig so bekannt ist, dass die Erzieherausbildung auch eine sehr qualitätsvolle ist und auch sehr lange dauert und auch, glaube ich, in der Ausbildung nicht die höchsten Löhne verdient. Und insofern müsste das natürlich eine Unterstützung sein, die ich aber nicht kommunal beeinflussen kann. Ich glaube, um das mal konkret jetzt auf die Frage auch zu münzen, wenn wir es schaffen, dass wir Überbelegungen in Kitas vermeiden können, dass wir eine gute räumliche und sachliche Ausstattung durch die Träger, die das letztlich umsetzen, gewährleisten können. Also wenn wir gute Arbeitsverhältnisse neben dem Lohn schaffen und das auch eine Wertentscheidung des hiesigen Jugendamtes ist, dann haben wir für die Erzieherinnen und Erzieher schon viel getan. Wenn man Vernetzung unter den Kitas, Fortbildung auch seitens des Jugendamtes letztlich forciert, mit unterstützt, glaube ich, ist das auch ein Bereich, der dem Bereich unmittelbar zugutekommt. Und das sind, glaube ich, die kommunalen Themen, die wir machen können. Tarifpolitik macht man nicht im Rathaus, da ist man auch nicht für verantwortlich. Aber das wären die Umstände, die ich versuchen würde zu organisieren. Okay, Herr Kerkhoff, Thema Klima. Ihre CDU hängt seit über 70 Jahren an den Plänen des Nordringes fest. Und natürlich muss ich Ihnen diese Frage stellen. Wie steht Ihre Partei zu dem Nordring immer noch? Unterstützen Sie immer noch dieses Projekt? Und wie sehen Sie die Lage im Hinblick auf die Klimakatastrophe, die jetzt im Moment totales Thema ist? Siehe mal von Frau von der Leyen mit dem Green Deal, Monsieur Macron, der Präsident Frankreichs, der ein Referendum dem Volke vorlegen möchte, in dem der Ökozid vermieden werden muss. Und im Hinblick natürlich auch auf Bocholts finanzielle Lage. Bocholt kann sich im Prinzip oder im Grunde genommen diesen Nordring nicht leisten. Auch vor dem Hintergrund der Mortalität, die natürlich in Zukunft durch die geburtenstarken Jahrgänge zunimmt. Also hätte ich ganz gerne einen klaren Standpunkt von Ihnen. Und, die Frage ist beendet. Ja. Ja, Frau Barrow, wir haben uns ja im Internet schon mal dazu ein Stück weit ausgetauscht und ich glaube, was klar ist, wir werden in unseren Standpunkten nicht übereinkommen. Das ist auch okay, für mich zumindest. Und Sie, wenn Sie sagen, Sie wollen einen klaren Standpunkt, was das lokale Thema anlangt, will ich Ihnen den gerne auch geben. Ich habe das aber eigentlich, glaube ich, bisher nicht vermissen lassen in dem Punkt. Ich halte die Planung des Nordringes nach wie vor für richtig und ich stehe dafür, ihn zu bauen. Ich weiß, dass das nicht bei allen Personen gut ankommt, aber ich glaube, dass es wichtig ist, vor einer Wahl zu sagen, was man macht und was man nicht macht, wofür man steht und wofür man nicht steht. Ich sehe bei vielen anderen in diesem Punkt, dass sie auch schwurbeln. Also zu sagen, Nordpark und Nordring geht, wir können alle Baugebiete erschließen und trotzdem den Nordring nicht bauen, ich halte das für falsch. Ich will Ihnen auch klar sagen, dass aus Ihrer Sicht natürlich die Pläne 70 Jahre alt sind, aber wenn man genauer hinsieht, sind natürlich nicht die Pläne 70 Jahre alt, sondern die Idee und der Rahmenplan ist vor 70 Jahren erdacht worden. Die Pläne, die jetzt gemacht wurden, um die Straße zu bauen, sind sehr neu, sehr konkret, sind sehr neu, sehr konkret und wichtig ist einfach, und damit muss man auch mal aufräumen, der Nordring ist keine vierspurige Autobahn oder keine vierspurige Straße wie die B67N, ist eine 7,50 Meter breite Straße mit zwei Grüngürteln und zwei Radwegen an der Seite. Und wer Verkehre in der Innenstadt entlasten will, wer mehr Raum für Fahrrad, ÖPNV haben möchte, der muss Verkehr umlenken und der muss auch an ein paar Stellen neue Straßen bauen. Klima. Und nochmal der EU-Bezug. Wichtig ist, glaube ich, das Klima können wir nicht in Bocholt retten. Deswegen ist es ja umso nicht allein in Bocholt retten, dass der wichtige Punkt, Entschuldigung, ich bin jetzt dran. Also, noch deswegen der wichtige EU-Bezug, dass man das auf einer größeren Ebene angehen muss, dass wir Technologie brauchen, dass wir die Frage von Verkehren insgesamt, von der Frage auch Ökologie nicht mal nur national, sondern europäisch und sogar weltweit angehen können. Wir müssen viel mehr dazu kämpfen, dass beispielsweise Leute wie Herr Bolsonaro in Brasilien nicht das Sagen haben, den Amazonas abbrennen, als zu sagen, wir müssen eine Spange, die sich zwischen Hemmerweg und Adenauerallee bewegt, hier letztlich konservieren, so wie sie bisher ist. Das ist mein fester Standpunkt und dafür setze ich mich auch ein. Und wir müssen neben dem Thema
Bäume, vielleicht auch mal andere Dinge angehen. Ich sage mal Lichtverschmutzung, wenn sie auf Insekten oder Ähnliches kommen. Wir müssen uns fragen, was können wir in den Bereichen machen? Müssen wir Straßenbeleuchtung regulieren? Müssen wir Werbeanlagen regulieren? All das sind viel weitere Themen. Sie verengen das Thema meines Erachtens zu kurz. Auf die finanziellen Rahmengesetzgebung würde ich gerne noch eingehen. Ich sage nur so viel, es wird dafür auch Fördergelder aus NRW-Sicht geben. Dafür würde ich mich einsetzen. Ich werde gerade Freitag noch mit dem Verkehrsminister sprechen. Und das ist meine klare Aussage dazu. Vielen Dank, Herr Kerkhoff, auch dass Sie sich der Arena gestellt haben. Ich muss die Personen, die noch weitere Fragen an Herrn Kerkhoff richten wollten, leider auf die Pause vertrösten. Und wir haben ja auch am Ende noch Zeit, zusammen zu bleiben. Auf jeden Fall ist das Thema und auch die weiteren Themen, die sind sehr spannend. Ich muss dazu sagen, ich bin ja von Dienstag auf Donnerstag geschoben worden. Also ich habe im Anschluss noch einen Termin. Ich bin bis zur Pause hier, danach aber natürlich jederzeit ansprechbar über alle sozialen Medien. Okay, dann müssen wir Sie leider nach der Pause verabschieden. Herzlichen Dank, Herr Kerkhoff.